Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vor kurzem ist endlich der Trailer zum neuen Sims Pack released worden, nämlich die Sims 4 Verliebt. Also es ist schon wieder ein großartiger Name im Deutschen. Hassen wir auf jeden Fall. Und ich dachte mir, niemand hat mich nach meiner Meinung gefragt. Aber was, wenn ich es einfach mal wieder hier in die Welt hinaus posaune? Ich meine, letztendliches Feedback kann man sowieso erst geben, wenn man eine Zeit lang mit einem Pack gespielt hat oder es eben bei anderen gesehen hat. Jetzt gerade haben wir dann nur einen Überblick, was eventuell damit kommen kann. Trotzdem sind da ein paar interessante Dinge, über die wir auf jeden Fall reden können. Das erste und wahrscheinlich auch das interessanteste ist Amors Ecke. Ja, wir bekommen endlich Online-Dating in Sims 4. Bisher gibt es ja dieses Meet and Mingle von der Relationship Overhaul Mod. Es gibt bestimmt noch andere Mods, aber das ist das, was ich halt so hauptsächlich kenne. Ich hoffe, dass das Ganze besser funktionieren wird als Sozialhase, weil an sich finde ich das richtig cool, dass wir das jetzt haben, weil es halt einfach den Zeitgeist trifft. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der noch nie irgendwie Online-Dating-Apps zumindest mal ausprobiert hat. Und ich weiß, dass viele in Sims 3 zum Beispiel auch dieses Online-Dating benutzt haben, um generell einfach Leute kennenzulernen, nicht nur auf romantische Weise. Und im selben Atemzug sei gesagt, ich finde es richtig cool. Ich weiß, dass das im Base-Game dann dazukommen wird. Es gibt endlich die Möglichkeit, eine polyamore Beziehung zu führen, ohne dass es dann Eifersuchtsdrama gibt und sowas. Und das finde ich so cool, weil es gibt diese Menschen einfach und bisher hatten sie einfach keine wirkliche Präsenz im Spiel. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, das hypt mich auf jeden Fall sehr. Ich liebe es halt einfach, wenn man verschiedene Leute gestalten kann. Dann haben wir natürlich die Turn-ons und Turn-offs und auch neue Beziehungsdynamiken. Und ich habe da auch schon wieder sehr viel Kritik zugehört, von wegen, ja, wir haben sowas doch schon im Spiel mit den Vorlieben und Abneigungen. Und die Dynamiken ist ja wie von Zusammenwachsen. Aber das sind meiner Meinung nach beides Sachen, die halbwegs gut ausgearbeitet sind. Und wenn die genauso funktionieren, finde ich es auch gut. Ich habe lieber funktionierende Sachen als neue Features, die wieder nur so halbgar sind. Wie genau das sein wird, darauf müssen wir dann warten. Ich freue mich trotzdem darauf, auch wenn es nichts Neues ist. Es ist einfach immer schön, wenn die Sims so ein bisschen mehr Persönlichkeit haben, auch in den Beziehungsdynamiken einfach. Wie es ausschaut, kriegen wir tatsächlich die Möglichkeit, dass man irgendwie Romantik als Fähigkeit haben kann. Im Code ist ja schon immer drin, dass es eine Techtelmechtel-Fähigkeit gibt. MC Wuhu kann man das, glaube ich, einstellen, dass man das hat und so. Auf jeden Fall ist es an sich im Spiel drin schon immer. Vielleicht werden sie es jetzt ja mal wirklich auspacken. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, ob das jetzt nur so eine Sache ist, dass da steht, es ist eine Fähigkeit oder ob es wirklich so gemeint ist, dass wir das dann als Fähigkeit kriegen, dass man erst lernen muss, romantisch mit anderen zu sein. Außerdem finde ich cool, dass wir endlich mal wieder eine richtige Karriere bekommen, weil gefühlt haben wir schon lange keine neue Karriere bekommen. Also ich habe generell das Gefühl, wir haben nicht so viele Karrieren in Sims. Also man kann einige Sachen ja so selbstständig machen und so, aber oft möchte ich einfach nur, dass mein Sim für ein paar Stunden verschwindet und dann wiederkommt und man einfach halt so das Storytelling macht. Ich bin gar nicht so ein Riesenfan von diesen selbstständigen Karrieren, wo man alles interaktiv machen kann. Mir reicht es für Storytelling, wenn ich einfach sagen kann, ah, mein Sim ist Koch. Und ich meine, diese Rabbit-Hole-Karrieren, die sind ja doch eigentlich nicht so schwer zu machen, ne? Du musst dir halt ein paar Sachen überlegen, was du dann als Belohnung kriegst, wenn du halt dann befördert wirst. Aber das war's halt auch schon. Also so viel musst du da ja gar nicht machen. Deswegen würde ich mir halt generell einfach mehr wünschen, dass wir mehr Karrieren kriegen würden. Und vor allem mit auch eigentlich Sachen, die halt so gefühlt fast jeder macht, so, you know? Romantikberater ist jetzt nämlich nicht genau das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Aber es ist trotzdem cool, dass wir eine neue Karriere bekommen. Die neue Welt sieht übrigens auch absolut sick aus bisher, was man so im Trailer gesehen hat. Vor allem finde ich halt schön, dass wir mal wieder so ein bisschen mehr Großstadt-Vibes haben, weil wir haben halt viel jetzt so Vororte in Sims. Und ich finde das ganz toll, weil das ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie die meisten Menschen leben. Trotzdem ist es halt irgendwie wild, wenn es nur eine Großstadt gibt, nämlich San Myshuno. Das Einzige, was so ein bisschen wild ist, ist der Name, weil ich weiß wirklich nicht, wie man das aussprechen soll. Also ich finde es schön, dass die da Diversität mit reingebracht wird, dass das nicht nur ein amerikanischer Lebenssimulator ist. Trotzdem, also der Name ist nicht so einfach.
Und wir haben uns bei den letzten Namen schon teilweise ein bisschen beschwert, so San Sequoia und so. Aber das ist im Vergleich zu das, was wir jetzt hier bekommen, kein Vergleich. Außerdem finde ich auch cool, dass wir ein neues Grundstücksmerkmal bekommen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass sie das schon wieder komplett vergessen haben, dass es diese Grundstücksmerkmale überhaupt gibt. Und Single-Treffpunkt ist halt auch einfach nice, weil wenn ich mit meinen Sims auf der Suche nach einer Beziehung bin, finde ich es schön, dass ich dann einen bestimmten Treffpunkt nutzen kann dafür. Da werden sich die Creator in der Galerie wahrscheinlich auch wieder ganz großartige Sachen ausdenken. Von den Creator-Sim-Sachen und den Baumodus-Sachen bin ich auf jeden Fall bisher auf jeden Fall auch überzeugt. Es ist jetzt nichts Weltüberragendes, was ich bisher so gesehen habe. Das können wir jetzt ja auch noch nicht so richtig beurteilen. Aber es ist trotzdem nice to have. Bisher kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin auf jeden Fall schon hyped. 40 Euro ist natürlich wie immer ein bisschen viel, aber das war es auch schon immer. Auch schon in den alten Sims-Teilen ist 40 Euro für ein DLC, wovon es sehr viele gibt, schon teuer. Deswegen bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich es mir zu Release holen werde, weil ich einfach gerade nicht das Geld habe eigentlich. We will see. Ich freue mich trotzdem. Ich habe übrigens nicht das Gefühl, dass wir weniger Content bekommen als zu Anfang von Sims 4 Zeiten, weil das ist ein Kritikpunkt, den ich auch wieder sehr, sehr viel gehört habe. Dieses, aber reicht das denn für ein Expansion Pack? Und ich bin der Meinung, ja doch schon. Also weil das ist ja nur das, was an der Oberfläche gekratzt wird. Und am Ende ist es dann doch wieder ausreichend. Weil bisher haben wir ja noch keinen Gameplay-Trailer gehabt oder sowas. Und ich glaube schon, dass das definitiv genug Content sein wird für ein Erweiterungspack. Weil es bisher immer so war. Ja, wir bekommen vielleicht weniger Content als in den vorherigen Teilen. Aber Sims 4 Standards hat es auf jeden Fall, wird es definitiv treffen von der Menge an Content, meine ich jetzt. Ich muss aber sagen, ich würde mir demnächst mal irgendwie wünschen, wenn wir einfach mehr Content für Senioren bekommen. Hier und da haben sie ja immer mal wieder was eingeworfen und was auch total toll ist, gerade auch zum Beispiel Schick mit Strick, fand ich, passt sehr gut in dieses klassische Seniorending rein. Und in Zusammenwachsen gab es so ein paar Sachen, aber ich würde gern etwas haben. Und wenn es nur ein Kit ist, ich würde mir wünschen, dass es einfach mal was gibt, was sich nur um die Senioren dreht, weil ich habe das Gefühl, Sims 4 ist nach wie vor hauptsächlich ein junger Erwachsener-Simulator. Für die Kindergruppen und sowas, also die Life-Stages jetzt von Säugling bis Teenager, sind auf jeden Fall schon besser geworden. Das war ja auch ein Kritikpunkt lange Jahre. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile. Kann man auf jeden Fall auch gut mit denen spielen, meiner Meinung nach. Senioren ist aber immer noch was. Ich habe das Gefühl, sie verhalten sich halt eins zu eins wie junge Erwachsene. Es wäre schön, wenn man ihnen ein bisschen mehr ansehen würde, dass sie langsam ein bisschen zerbrechlich sind. Dass es so Sachen gibt wie ein Gehstock oder sowas, was wir ja schon lange auch fordern. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie eben da auch mal das Augenmerk drauf legen. Ob das passiert, wissen wir nicht. Aber ja, ich freue mich, wie gesagt, trotzdem auch auf dieses Verliebt-Pack. Aber ich freue mich auch eigentlich immer auf neuen Content. Also es gibt kaum was, wo ich sage, das ist jetzt nichts für mich. Also ich meine, ich habe eine komplette Sims Collection. Ich habe nur die letzten zwei Kits noch nicht, weil ich bisher nicht das Geld dazu hatte. Holen möchte ich mir sie aber trotzdem. Also irgendwas scheint Sims auf jeden Fall richtig zu machen. Mich holen sie auf jeden Fall immer ab. Auch wenn ich sie manchmal ein bisschen später kaufe. Aber was ja okay ist, weil Geld ist ja auch eine Sache, ne? Ich glaube nicht, dass das ein Griff ins Klo wird, auf jeden Fall. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Das wäre sonst ein bisschen traurig. Weil viele dieser Features haben wir uns als Community lange, lange gewünscht. Und wenn sie da jetzt ein bisschen ins Klo greifen, wäre es ein bisschen doof. Also ich bin gespannt, wie es hier weitergehen wird. Was sind eure Meinungen bisher? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Gameplay-Trailer und auf die Reviews letztendlich, weil daran werde ich festmachen, ob ich es mir dann zu Release hole oder ob ich dann noch ein paar Wochen warten werde. Weil kann natürlich auch sein, dass es zu Release auch ein paar Problemchen gibt, ne? Wäre ja auch nicht das erste Mal. We will see. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier mal gefallen. Sowas habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Aber ich würde sagen, wir sehen es dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!